Der Einkauf verändert sich. Nicht erst während der Pandemie, sondern schon davor, aber erst recht während und natürlich auch nach der Pandemie. Und die Tatsache ist jetzt, es muss sich viel reorganisieren, es muss sich viel verändern. Die Frage ist, was denn und wie geht man damit um? Und da haben wir heute jemanden hier eingeladen, die selbst in der Einkaufsleitung saß bei einem internationalen Konzern. Herzlich willkommen, Tanja Damann-Götsch. Ja, vielen Dank, lieber Nils. Gerne. Und wir gehen auch direkt ins Thema. Nehmen wir jetzt mal das klassische Beispiel. Einkauf und Remote Office. Also das heißt Remote Work, Arbeiten von zu Hause, ganz oder teilweise. Die klassische Antwort in ganz vielen Einkaufsabteilungen ist, das passt nicht zu uns, das geht nicht bei uns. Nach Corona gehen wir alle wieder ins Büro wie vorher. Was ist denn deine Meinung dazu? Ja, das ist tatsächlich eine Meinung, die weit vertreten ist am Markt, was ich viel bei meinen Kunden auch erlebe. Große Industriebetriebe aus der Automobilindustrie und auch aus Medizinproduktebereichen, die so langsam gedanklich wieder zurückgehen in das Büro vor Ort in der eigentlichen Firma und das Thema Remote Office tatsächlich wieder so ein bisschen eindämpfen wollen. Meine Meinung dazu ist, dass wir eine gesunde Mischung brauchen. Wir brauchen die Möglichkeit, in den Firmen, in Besprechungsräumen agil arbeiten zu können, in einem Projektteam arbeiten zu können. Und wir brauchen aber auch die Möglichkeit, zu Hause im eigenen Büro oder wo auch immer arbeiten zu können für das Unternehmen, für das wir gerade tätig sind, als Einkäuferin und als Einkäufer. Ja. Und was ich halt immer wieder höre, ist, ja, meine Chefs vertrauen mir nicht, meine Chefs wollen mich kontrollieren oder ich vereinsame auch teilweise in meinem Homeoffice und ich möchte lieber wieder in mein eigenes Büro zurückgehen. Das sind für mich Sachen, die ein bisschen schwierig zu verstehen sind und auch gar nicht in die neue Arbeitswelt passen. Wenn wir jetzt einen flexiblen Ansatz nehmen, nehmen wir jetzt mal an, wir würden jetzt sagen, also weil Work from Home, ja, also Arbeit von zu Hause, Work from Anywhere, Arbeit von überall. Ja. Jetzt ist es ja so, dass ja auch im Einkauf die Talentlage nicht so ist, dass alle sagen, wir können uns vor Top-Kandidatinnen und Kandidaten, also Menschen, die bei uns arbeiten möchten, können wir uns kaum retten. Bei den meisten wird gesagt, es gibt einen harten Wettbewerb um die talentiertesten Kräfte. Wie kann es denn sein, dass auf der einen Seite gesagt wird, wir suchen die Talente, wir möchten die Talente haben, wir möchten sie halten, wir möchten sie entwickeln und wir möchten sie dann natürlich auch intern bei uns einsetzen. Und im nächsten Atemzug wird gesagt, ja, also hier mit moderner Flexibilität, da geht bei uns jetzt mal gar nicht. Es ist doch völlig offensichtlich, dass dann gerade Menschen der Generation XYZ tendenziell zu anderen Organisationen gehen, die mehr Flexibilität anbieten. Oder liege ich da falsch? Da liegst du vollkommen richtig, Nils. Wir sehen ja auch, dass viele junge Leute jetzt beim Thema Start-up tätig sind, gerne lieber selbst gründen, ihre eigenen Firmen aufmachen, was ja auch gut ist, was ja auch eine tolle Innovation ist im Arbeitsalltag. Aber so dieses Verstaubte mit dem dunkelblauen Anzug oder Kostüm ins Büro fahren, um zu repräsentieren mit einem entsprechenden Dienstwagen. Ich glaube, damit kann man ja die jungen Fachkräfte gar nicht unbedingt ködern. Also die wollen sich ihre Arbeitszeit schon auch flexibel einteilen und die wollen auch ihre Arbeitsergebnisse hochprofessionell abliefern. Also da ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Vorgesetzten da es geht immer wieder so ein bisschen um das Thema Vertrauen, auch so ein bisschen um das Thema Loslassen, aber auch um das Thema Ziele setzen, also klare Vorgaben machen. Und ich glaube auch die jungen Arbeitskräfte, die an den Markt kommen, die wollen da auch mitspielen, aber die wollen nicht mehr so dieses, wenn ich so zurückdenke an die 90er Jahre, wo es Handbücher gab, wo drin stand, wie die Büros auszusehen haben, wer welche Vorhänge hat, wer wohl seinen Parkplatz hat. Eckbüro mit Blick? So, ganz genau, ganz genau. Also ich denke mal, da ist die junge Generation überhaupt nicht mehr bereit dazu, das zu tun. Und auch während der Studienzeit sind die ja, schau dir mal die CVs an, ja, wo die schon während dem Studium
waren. Die haben teilweise in den USA, Australien, in Singapur, wo auch immer gearbeitet und sollen dann sich brav ins Büro setzen. Das wird so nicht funktionieren. Und die Möglichkeiten sind ja da in der Digitalisierung. Ja. Eine ganz häufige bei der Vorbereitung hierauf, eine ganz häufige Aussage, die mir begegnet ist, wurde dann gesagt, ja, manchmal brauchen wir ja auch schnelle Antworten. Wir haben so eine Live-Kultur, das geht digital angeblich nicht. Also ich selber kenne genug Tools, die Microsoft alleine schon bereitstellt, mit der es gehen würde. Du bist jetzt selber natürlich mehr im Einkauf drin als ich. Was würdest du sagen? Ist es möglich? Also wir haben in dem Team, mit dem ich arbeite, wo wir zurzeit alle im Homeoffice sind, über Microsoft, wenn wir beim Beispiel Microsoft bleiben, du kannst da ja deine Teams-Gruppen dir zusammenschreiben, du hast da deinen Chatraum, also das, du kannst ja hin und her chatten und du kannst dich ja auch jederzeit anrufen und mit den Leuten besprechen, wenn was ist. Also bei uns funktioniert das ganz wunderbar. Wenn einer schreibt, ich habe da noch mal eine Frage, dann ist man ruckzuck auch zusammen, digital zusammen, kann die Dinge besprechen. Oder kann sie sich dann nochmal in einem OneNote notieren, über das man dann gemeinschaftlich schaut. Teams bietet ja auch mittlerweile Kanban-Boards an, alles Mögliche, also Whiteboards an, alles Mögliche, wo man Dinge festhalten kann, über die man dann zu einem späteren Zeitpunkt spricht. Das ist alles möglich. Was ich sogar auch ganz nett finde, wenn man sich diese Parkplätze schafft mit Themen, die man besprechen will, dann zu bestimmten festen Uhrzeiten, die man mit dem Team einrichtet. Also wir haben unsere täglichen festen Uhrzeiten da auch. Wir sind alle extrem pünktlich. Ja, also es ist jetzt keiner mehr, der irgendwo aus dem Meeting raushetzt. Es ist Pünktlichkeit angesagt. Es hat jeder seinen Time-Slot. Es wird gemeinschaftlich besprochen und dann geht man wieder auseinander. Mhm. Und das ist wirklich... finde ich eine schöne Sache. Es gibt Bereiche im Einkauf, die jetzt zum Beispiel ganz direkt mit der Produktion zusammenarbeiten. Das haben wir ja natürlich auch. Da würde ich tatsächlich dann auch befürworten, wenn es da vor Ort Zeiten gibt, wo man direkt dann auch reingehen kann in die Produktion und sich dort die Situationen anschaut. Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also physisch tatsächlich Punkt. In die Produktionshalle. Dass man physisch ist, dass man mit den Leuten an der Maschine spricht. Das ist natürlich auch, das ist eine wichtige Zeit. Das kann man dann in dem Fall nicht unbedingt immer digital machen. Wobei, mir fällt jetzt gerade nicht der Name dieser Kameras ein. Es gibt ja mittlerweile auch diese Kameras, Nils, kennst du die, diese großen, die man, Brillen, die man sich aufsetzt, wo man zum Beispiel in einer Anlage, wenn da eine Anlage steht, kann der Mann von der Maschine oder die Frau diese Brille aufsetzen, schaut in die Anlage und es gibt jemanden, der an einem Terminal sitzt, auch in einem ganz anderen Land eventuell und dann anleitet. Informationen weitergeben kann. Mhm. Also auch diese Dinge sind ja mittlerweile schon möglich. Das sind doch schon mal spannende Aspekte. Wenn wir jetzt hier sagen, es hören jetzt Leute zu und sagen, eigentlich eine gute Idee und dieses eigentlich ist ja immer ganz spannend. Es gibt ja, dass einige Leute immer sagen, eigentlich ganz spannend, klappt bestimmt auch gut und dann kommt, ja, aber nicht bei uns. Ja, also überall ja, gerne weltweit, aber nicht bei uns. So. Wenn Leute jetzt sagen, okay, wir müssen was tun. Offensichtlich ist einfach zurück alle ins Büro, ist nicht das Konzept, was definitiv so funktionieren wird. Ja. Gewisse Flexibilitäten müssen wir wirklich uns mal anschauen. Nur einfach zu sagen, alle bleiben jetzt zu Hause, das wird es mit Sicherheit auch nicht sein. Wenn Leute jetzt sagen, wir möchten das irgendwie mal in Erwägung ziehen, auch zukünftig, wir wissen aber einfach gar nicht, wo wir anfangen sollen. Aus deiner Erfahrung, wenn Leute jetzt sagen, wir wollen dieses Work from Home, also die Arbeit zu Hause, und das Work from Anywhere, also Arbeiten von egal wo, das möchten wir auch gerne tatsächlich dann hier mit in der Unternehmung einbinden, aber wir wissen halt nicht, wo wir anfangen sollen. Was sind Tanja Dammann-Götz' Top 3 Tipps, wenn Leute sagen, wir möchten jetzt tatsächlich sagen, wir möchten uns zukunftsfähig im Einkauf aufstellen, damit wir eben auch in der Talentlage gut aufgestellt sind, hier zukunftsfähige Kräfte auch dann dauerhaft binden und gewinnen zu können. Deine Top 3 Tipps. Ja, also es ist ein Projekt, ganz klar ein Projekt, wo man sich die Arbeitserleichterung nochmal anschauen muss, wo man sich die ersten kleinen Schritte gemeinsam überlegen muss
wo wollen wir hin, was sind unsere Unternehmensziele, was sind unsere Ziele im Einkauf und bitte nehmt eure Mitarbeiter mit. Mhm. Nicht per Order muff, die sagen, wir arbeiten jetzt von zu Hause oder wir arbeiten im Büro, sondern nehmt die Mitarbeiter mit, hört euch die Vorschläge an. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und schaut euch auch die Ziele an. Was habt ihr für Ziele? Brauche ich für diese Ziele ein Homeoffice? Brauche ich für diese Ziele ein Büro? Das spielt da alles mit. Das ist ein Projekt und nichts, was man irgendwie auch mal so nebenbei machen kann, sondern man muss sich schon auch ein bisschen drauf fokussieren. Es waren jetzt wieder mehr als 3 Punkte, aber du weißt, alles, ich kann mich da einfach... Wollte ich gerade sagen, lieber zu viel als zu wenig, wollte ich gerade sagen, hat sich noch niemals beim Podcast jemand beschwert, wenn zu viel Expertise geboten wurde. Und ich denke, wir sehen hier auch, das waren jetzt die perfekten Schlussworte für diesen Podcast, denn wir sehen, das Work from Home, Work from Anywhere, also Arbeiten von zu Hause oder von überall, die Frage, ob wir das machen, stellt sich bei Unternehmen überhaupt nicht. Die Frage ist nur, wie wir es machen, weil ansonsten alleine schon in der Talentlage, völlig egal, wie sehr jemand selbst deklariert, wir sind angeblich konservativ und es geht bei uns nicht. Die Frage stellt sich schlichtweg nicht. Wir müssen uns mit der Situation befassen, dass es erwartet wird, entweder komplett oder zumindest zum Teil. Und wir haben hier heute spannende Aspekte erfahren, wo Leute sagen, da können wir mal ansetzen. Und von daher bleibt mir zum Schluss nur noch eins zu sagen. Tanja, vielen Dank für deine Zeit. Herzlich gerne, Nils.